Guten Morgen zusammen zu unserem nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und auch heute eine aktuelle Trading-Chance. Wir bleiben im Bereich der Energierohstoffe und haben dieses Mal Erdgas auf der Agenda, dem wir uns mit widmen werden, nachdem wir die rechtlichen Hinweise natürlich wie immer berücksichtigt haben. Ja, gestern haben wir über Rohöl gesprochen. Ein saisonales Zeitfenster öffnet sich generell für die Energies ab Mitte Oktober. Haben wir vorige Woche auch schon angerissen, das Thema. In dieses Zeitfenster ab Mitte Oktober fallen mehrere Setups zyklischer Natur. Das ist ein recht starkes saisonales Fenster. Speziell in den letzten 20, 30 Jahren ist das sehr, sehr robust gewesen, hat sehr stetig performt und wir sehen das auch hier bei dem Erdgas-Setup. Kapitalkurve rot und unten drunter das Auszahlungsprofil. Und da können wir sehen, dass es im Prinzip speziell jetzt seit ja, 1995, 96 sehr, sehr stetig nach oben läuft. Wir hatten während der Rohstoff-Base 2000 bis 2002 mal eine kleine Delle, aber das gehört dazu. Anfang der 90er Jahre ist dieser Effekt im Erdgas noch nicht so oder nicht so stark ausgeprägt gewesen, aber insgesamt eine sehr, sehr stetige Entwicklung und dementsprechend natürlich auch hier ein Trade, der alljährlich gemacht wird. Profit Factor liegt bei 2,77 und dieses Setup steigt heute ein. Erdgas ist jetzt zuletzt schon ein bisschen zurückgekommen, aber solche Bewegungen haben auch schon ein ordentliches Potenzial jeweils. Und ja, dieses Zeitfenster ist bis zum Monatsende offen. Generell, also das kurzfristige Zeitfenster ist bis Monatsende offen. Generell haben wir für diese Schwäche bei den Energies nicht nur dieses Zeitfenster von 2, 3 Wochen, sondern eigentlich ist die Phase gerade bei Erdgas sogar bis in den Februar hinein. Natürlich mit mehreren Wellen, auch mit Gegenreaktionen, das muss auch klar sein. Aber wir haben hier ein Zeitfenster bei Erdgas bis in den Februar, wo immer wieder Wellen von Schwäche kommen. In diese Zeit, speziell auch November, Dezember, da sind auch mal kräftige Schübe nach oben reingefallen. In den letzten Jahren, 2018 zum Beispiel, hatten wir das. Aber dennoch sind die Preise dann immer wieder zusammengebrochen. Dementsprechend ist die Fokussierung in den nächsten Wochen und Monaten eher darauf gerichtet, hohe Short-Einstiege zu finden und immer wieder eben diese Setups, die auftreten, zu handeln. Eben aber nicht nur dieses Jahr, dieses eine Mal, sondern alljährlich. Und in einem Jahr sind die Ergebnisse sehr groß, im nächsten Jahr fallen sie eher leicht negativ aus. Aber man sieht ja hier auch am Auszahlungsprofil, dass auch die schlechten Jahre keine wirklichen Katastrophen gewesen sind. Es gab natürlich mal 1, 2 Ausreißer, wo es tatsächlich auch mal zwischenzeitlich deutlich ins negative Terrain ausgeschlagen ist. Das war speziell so 2000 bis 2004 in dieses Zeitfenster fielen mal zwischenzeitlich heftige Gegenreaktionen. Aber selbst da sind die abgeschlossenen Trades, das ist dieser blaue Balken, einigermaßen in Form gewesen, auch wenn sie im Minus landeten damals. Also insofern ist das ein recht angenehmes Auszahlungsprofil und ich werde für diesen Trade folgendes Produkt handeln. Ein Erdgas-Short von Morgan Stanley in dem Fall. MA94 TT, das ist die WKN, MA94 TT. Der Hebel ist relativ moderat, muss er sein, weil wir hier, der Hebel ergibt sich automatisch aus der notwendigen Produktauswahl. Wir brauchen hier einen gewissen Spielraum und haben hier einen Stop von 0,6. Der ergibt sich eben auch aus dem Setup, weil der Markt
110 Cent Spielraum braucht im Erdgas-Future. Das heißt, wenn wir jetzt bei 5,30 € zum Beispiel ausgeführt werden im Erdgas, umgerechnet, dann müsste ich dem Markt schon mal Spielraum geben bis 6,40 Minimum. Und daraus ergibt sich ja schon der Stop. Und die Produktauswahl ist dadurch natürlich auch limitiert. Ich muss Minimum einen Schein nehmen bei 6,50, 6,60 als oder mit 6,50, 6,60, 6,60 als Knockout-Schwelle. Und da bleiben ja nicht viele übrig bei einer solchen Entwicklung, wie wir sie zuletzt gesehen haben, wo einfach auch generell viele Short-Produkte weggenockt wurden. Ausstieg, Teilausstieg ist hier zum Monatsende und ein anderer Teil hat hier, wie gesagt, ein Zeitfenster bis in den Februar hinein, wo es dann aber auch nochmal in den nächsten Wochen neuerliche Zukäufe geben kann und wahrscheinlich auch geben wird. Aber dazu dann zu gegebener Zeit mehr. Das war's für heute. Ich wünsche allen einen spannenden und erfolgreichen Handelstag und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading. Macht's gut. Ciao.